Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke und der Hannes ist schon wieder da zu Besuch. Moin. Der Hannes kommt nicht allein. Der hat die Shania mitgebracht. Moin. Die Jena, ne, aus Jena. Versteht ihr, was ich meine? Und es ist endlich soweit. Eiskorb Jens, das habe ich direkt gewusst, hat uns neue Maßkrüge geschickt. Ihr wisst, was das heißt. Endlich können wir wieder Maßgetränke testen. Shania hat er leider vergessen. Deswegen hat der Hannes hier seinen Oktoberfest-Maßkrug mitgebracht. Da ist alles, was fürs Oktoberfest hier wichtig ist, dazugehört. Oder was ist das? Ja, Oktoberfest München. Da stehen alle Oktoberfest-Biersorten auch drauf. Spatenbräu, Paulanerbräu, Löwenbräu, Hofbräu, Hagabschorbräu, Augustinerbräu. Das war's, mehr gibt's da nicht. Dann steht es unten alles nochmal. Das ist so ein schöner Guck. Guckt euch den mal an. Den könnt ihr heute gewinnen. Guck. Das sind die verschiedenen Zelte, was drauf sind. Da sind die verschiedenen Zelte drauf, sagt er. Und da seht ihr hier auch, da ist das Riesenrad, da wird das ausgeschenkt, da wird das ausgeschenkt, da das. Das ist wie eine Landkarte dazu. Den kriegt die Jenna als Gast. Und dann haben wir heute eine ganz besondere Maß vor, nämlich die Evil Maß. Die Evil Maß. Jo. Abgemünzt von Eviltal. Eviltal, weil die ganze Zeit ja Eviltal in den Raids war, der jetzt abgelöst wurde von Xerneas. Und wir haben irgendwie so scherzhafterweise gesagt, wenn Hannes da ist, da wollten wir ja die Gletschermaß noch testen. Und dann kam irgendwoher, da machen wir noch eine Eviltal-Maß. Ja, ich hab das gesagt. Und dann haut er was raus mit irgendwie, die wird schön dunkel und rot und alles gemischt und mit Beeren und sonst was drin. Deswegen war ich selber gespannt, was da jetzt alles drin ist, was es alles sein soll. Wir haben eingekauft, was wir gekauft haben, natürlich erstmal dunkles Bier. Jeder hat eine Flasche hier. Landbier. Sachsengold Landbier Dunkel. Dunkles Bier kommt unten rein, das ist wichtig, weil das ist ja ein Unlicht-Pokémon. Dann haben wir für eine rötliche Farbe ein Fruchtwein-Cocktail. Boscabana Energy Fruchtwein Cocktail, der jetzt hier auch schön rot ist. Jetzt knallt die Sonne auch drauf, also wenn ihr das seht, der soll eine rötliche Farbe dazugeben. Hannes wollte unbedingt noch schwarzen Wodka, haben wir natürlich wieder nicht gefunden. Nein. Und du hast jetzt was gesehen? Ich habe den Pushkin Blueberry. Pushkin Blueberry, der ist zwar eigentlich lila, aber das ist schon okay, weil das, wir haben ja schwarzes Bier, da gleicht sich das aus. Genau. Und dann haben wir einen, Hauptsache dunkel, genau. Und dann haben wir einen ganzen Sack voll gefrorene Beeren gekauft und haben die jetzt püriert und klein gemacht. Und das ist jetzt also das, der Rest vom Eviltal nach dem Raid oder wenn der dann beim Professor gelandet ist und ihr immer einen Bonbon dafür kriegt. So, das kommt alles im Prinzip da rein. Wir fangen jetzt aber mal an, erstmal hier unseren Maß auszupacken. Und da wird jetzt alles wunderbar reingemischt. Angefangen mit dem Bier. Und jetzt haben wir das Problem, wir haben keinen Öffner dabei. Diese Flaschen haben ja einen Drehverschluss, die musst du nochmal aufmachen. Ich will mal gucken, ob ich es ganz stylisch schaffe, mit dieser Flasche das Bier zu öffnen und dann aufzudrehen. Hoppa! Das ist Style. Das muss man mal machen. Ich nehme mal deine zwei und probiere dasselbe nochmal. Okay. Dann gehe ich zu Wetten, das und sage, ich schaffe es in 10 Minuten, zwei Flaschen zu öffnen. Und einmal drehen. Hoppa! Hoppa! Und es schäumt wieder. Jawohl. Es ist wieder dein und es schäumt. Immer bei der Jena. Also die letzten Tage, immer egal, wenn Shania ein Bier geöffnet hat, es ist irgendwie immer übergeschäumt. Jetzt auch hier kommt gleich der Schaum raus, fertig. Es freut sich so von mir getrunken zu werden, da kommt es direkt raus. Das verstehe ich nicht. Das ist, da steckt der Geist drin. So. Wir füllen jetzt erstmal das Bier ein, haben wir uns geeinigt. Jeder füllt sich das Bier ein, denk dran, schön schräg halten, dass da nicht alles so voll Schaum ist. Ein schwarz. Dunkel. Ist ja wieder ein dunkles ist ein dunkles, ist aber kein schwarzes. Ein helles, ist aber kein weißes, also kein Weizen. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Glas Cola bis jetzt. Da bin ich sehr zufrieden mit. Genau. So, neben dem Bier in diesem Maßkrug muss sich jeder jetzt also einmal so Gehirn einflößen. Das ist eine ganze ist gar nicht so viel. Ich tue jetzt einfach da eine ganze mal rein. Oh, jo.
Okay, wow. Hannes, das sieht sehr gut aus. Bitte schön, am besten hältst du es schräg beim Einfüllen, damit es nicht so aussieht wie bei mir. Aber jetzt weiß man zumindest, was der Professor mit den ganzen Evil-Tiles macht. Der macht daraus Evil-Tile-Maß. Oh ja, das geht hoppa, jetzt. Hoppa, hoppa, das sieht doch richtig. So, bei mir ist das. Oh, das ist richtig. Jetzt, Jenny, viel ja, Spaß. Hallo, kurz hier. Aber jetzt läuft hier. Das ganze Blut. Das ist die Blut. Das ist die Halloween-Maß, ja. Ja, da sieht man leider nichts ja, wegen bei mir dem Dings, nix. Aber da kommt auch alles hoch, oder? Der Schaum bleibt. Ja, der ist Schaum kam aus dem Bier dort, deswegen ist er hier jetzt zurückhaltend. Genau. Das ist die blutige Halloween-Maß. Aber passt ja, ist ja schon Oktober. Evil-Tile war noch da im Oktober. Genau. Kommt dazu. Aber siehst du, das bleibt doch irgendwie im. Das schwimmt ein bisschen nach oben. Ja, genau. Es macht irgendwas und keiner weiß was. Genau. Ja, als nächstes natürlich, damit es eine rötliche Färbung hat, obwohl es die ja jetzt eigentlich sogar schon hat, ja. Kommt hier dieses Energy Boss Cabana dran. Aber ich werde erstmal den Schaum erstmal hier mal ein bisschen. Man kann das gar nicht schräg halten jetzt. Du kannst dich herantasten, wie es bei dir reinpasst. Ich guck mal, was passiert, wenn ich das so mache. Der Schaum, der sackt ja dann auch immer mal wieder ein Stück runter oder so. Der traut sich ja gar nicht, außen hoch zu gehen. Doch, er traut sich. Ich muss es wie Hannes machen. Abschlürfen. Wie im Film, wenn sie immer an der Bong sitzen, hier hinten nochmal Feuerzeug dran halten. Der Schaum wird schon weniger. Es schmeckt gerade übelst fruchtig und ja? Bärig. Das hat was. Wie es aussieht, schwimmt die ganze Bärenmasse auch gerade einfach nach oben. Oben. Ja. Komm mal ein bisschen weg. Die fängt an und fliegt. Aber guckt euch doch nochmal diese schöne Farbe an, ja. So rot wie mein Cabby. Das hilft aber nichts. Ich bin schon gespannt, wenn wir das zweite Mal die Bären reinmachen, was dann passiert. Oh, wow, ja. Jetzt schon wieder. Es ist schon wieder, es drückt schon wieder, ne? Also, mein Gott. Ah, das hat ein Häubchen vom Allerfeinsten bei dir. Aber so gut wie jetzt hat der Schaum noch nie geschmeckt. Der ist immer so bitter und eklig, aber jetzt, der ist einfach richtig fruchtig. Das kommt wahrscheinlich wirklich einfach von dem Energy-Dings, ja, weil der ja direkt sich jetzt auch da Wein, drauflegt. Das ist Wein, Fruchtwein ist das. Fruchtwein-Cocktail mit 49% Energy und Sulfid. Das ist der Energy, der dann so. Hauptsache Sulfid ist dabei. Genau. So, Jenna kümmert sich um Rest. Mhm. Das sieht gut aus. Dein Loch ist kleiner, ne? Sehe ich gerade. Mhm. So, unsere Löcher sind identisch. Ja. Hannes hat den wenigsten Schaum. Hannes, ich glaube, willst du mal probieren, wenn du jetzt eine halbe Dings reinmachst? Ja. Ich werde mich bemühen, langsam rein. Wow, da bin ich ganz deiner Meinung. So. Jetzt geht's. Jetzt kannst du gerade ein bisschen mehr reintun, weil jetzt schäumt es nicht mehr so. Ah, das ist Quatsch. Ja, dann mach halt. Ja, jetzt liegt ja schon das Bärenzeug bis oben und du legst die Bären auf die Bären. Deswegen passiert da nichts mehr. Ja. Und wenn das jetzt hier auch geht. Das ist ich weiß schon, was auf uns zukommt. Hey, es funktioniert ja wirklich. Oh mein Gott, haben Sie das gesehen? Ja, da kann ich dich auch nochmal filmen hier. Gott, das will hoffentlich passt das alles ins Freuen. Die Wespe freut sich auch. Ja, ich mich nicht. Ich bei mag dir keine sieht Wespe. Man jetzt wenigstens, ja, das dass das rot ist. Ja, bei mir sieht man den Schaum, siehst du ja, mal. Ja, das ist so, und eine Zutat ist ja eigentlich noch da. Zu guter Letzt. Aber hier, ich gönne den Wespen wenigstens zwischendurch was zu trinken. Der Pushkin Blueberry. Eigentlich hätten wir den gar nicht mehr gebraucht jetzt, oder? Oder wie, oder wo, oder was? Weil das ganze Ding ist trotzdem jetzt
schön, schön blutig und brutal und hat trotzdem zwei verschiedene Alkoholkomponenten plus was Drittes. Das ist die perfekte Maß. Die perfekte Maß da, was drei Zutaten nur bestehen. Ja. Mach jetzt das Ding auf, Mann. Ich meine ja nur so fürs nächste Mal, okay. Dass man sich vielleicht sagt. Okay, ja. Aber gut, es ist ja, wir haben ja erst den geholt und das Schwarzbier und dann wären das ja drei Komponenten gewesen. War ja mein Fehler, dass ich das plötzlich noch mitgenommen habe. Ja, bevor wir das umsonst gekauft haben, müssen wir es natürlich. Dann haben wir vier Komponenten. Auch mal. Haben halt die vier Komponenten, was ist der Wurst? Was? Mass. Ach Hannes, weißt du, warte, lassen wir mal kurz, dass ich das in der Sonne nochmal zeigen kann. Die Farbe, guck die Farbe und das Etikett und jetzt. Aber der riecht hast richtig geil. Du hast geschnüffelt am Schnüffelstück. Der riecht richtig geil. Mhm. Richtig nach Bären. Riecht wieder Anasch als... Oh, der riecht echt. Oh. Der ist richtig. So. Ja, genau, dann tun wir das da rein machen. Ja, hoppa, okay, ich sehe schon. Und ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Da geht ein Wecker im Hintergrund, so ein Alarm, so ein... Oder? So, hier ist das Ding ja gleich leer. Jetzt machen Sie so eine Flasche Wodka. Pushkin. Was hoffentlich. Blueberry. Schäumt so schön. Mal gab es da nicht mal sowas, dass ich keinen Wodka mehr trinken kann. Jetzt aber gut, wir teilen uns die an, die ist ja gemischt. Ist ja nur 17% drin. Ne? Ja, jetzt redet es euch wieder schön. Ja, gut, mit Energy trinkst du einen Wodka. Wenn du. So, die Jena muss noch warten kurz. Das heißt, damit die Jugendlichen nicht da rangehen, müssen wir an Hannes noch mal einen Schluck reinkommen. Gerne. Dann tun wir hier noch mal einen Schluck rein. Ich bin jetzt echt gespannt, wie das schmeckt. Ich muss dir ehrlich sagen. Boah, mehr geht nicht. Das ist so sauer. Den Rest schützt du dir jetzt an. Nein, und dann ist er wieder mal gut. Ramse übertreibt wieder hier. Komm, nein, damit hier. Nein. Ja. Jawohl, jetzt ist er weg. Ja. Das ist so richtig so. Aus der Fleischerei, die Fleischerei, Mars. Guck dir das an. Der hängt echt bis zum Rand oben. Das ist geil. So. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, dass das bei dir so gut reingepasst hat alles. Ja, das wo war denn der Fehler? Keine Ahnung. Aber ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Ja, ne. Abtuteln ist es wahrscheinlich, oder? Ja. Guckt euch das an. Oh Gott. Guckt das sagt schon was. Man darf es nicht bewegen, weil mein Gott. Es kommt Innereien überall raus. Wenn du das dann am Finger hast, es ist wirklich Halloween. Also das müsste man als Halloween-Special hochladen. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, aber dann müssen wir die Gletscher heute auch noch machen, sonst habe ich ja kein Video für morgen. Ich hebe meinen nur ganz vorsichtig an, dann stoßt ihr halt dran, weil ich traue mich nicht zu bewegen, großartig. Prost. Weil das überall runterkommt. Wow. Das hat einen geilen Geschmack. Das hat doch wirklich gar nichts mehr irgendwas. Bevor wir jetzt hier anfangen zu diskutieren, sage ich, ich gebe den beiden einfach recht. Super, super, guck. Jetzt ist perfekt hier. Frisches, durchgedrehtes Pokémon. Ist auf jeden Fall anders als die Odelmaß mit Bressack drin, wo das halt so rumschwimmt und total aufdringlich ist, wenn dir die Wurst ins Gesicht geht und du die extrem kauen musst. Weil das ja schön püriert ist. Das heißt, wir hätten die Wurst auch pürieren müssen. Müssen ja, richtig. Dass sie breiig ist, damit du die wirklich eher trinken kannst. Und das ist eigentlich Kombination wie ein Smoothie. Mit dem Senf. Ja, richtig, ja. Das ist ein Bären-Smoothie mit diversen Bären. Ja, Bären-Wodka und Bären-Energy und einem Schwarzbier als Grundlage. Also warum nicht? Auf jeder Halloween-Party bestimmt. Traue mich gar nicht anzufassen. Und jetzt wissen wir auch, was der Professor mit den ganzen Pokémon macht. Genau. Er macht sich Maß draus. Du fährst einmal an und schon wird das Video gesperrt. Guck dir das an. Der macht sich Halloween-Maß. Ach so, und ja genau, weil Ibeltal-Maß hätte im Titel, glaube ich, nicht gut ausgesehen, weil die anderen Sachen waren immer so kurz. Schnee-Maß, Pevi-Maß, Odel-Maß, Gletscher-Maß. Sind immer so zwei Silben und deswegen Ibeltal-Maß. Ist zu lang. Haben wir gedacht, Ibel-Maß. Ist so ein kleines Wortspiel, weil die Leute denken, Ibel, böse, E-V-I-L,
aber wir schreiben es dann mit YVIL und alle sind die dumm, können die nicht Evil schreiben, aber es ist ja die Anlehnung an Evil Tal, das Pokémon, was dann ein Insider ist, was man nur versteht, wenn man im Stream dabei war oder am Anfang zugehört hat. Deswegen die Evil Mars. Oder man das Pokémon einfach kennt. Ja. Ja, oder man sagt, scheißegal, es geht um Marsgetränke. Was interessiert mich denn der Name? Ja, richtig. So, dann nochmal Prost. Prost. Ja, jetzt traue ich mich. Prost. 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 Achso, keiner hat geguckt. Ich konnte meine Augen nicht aufmachen, ich weiß, ich bin gerade sehr geblendet. Evil-mäßig unterwegs. So, wir werden das jetzt aber nicht hier im Video austrinken. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Lass uns jetzt einfach Zeit. Tschüss. Habt ihr die auch schon mal gesehen oder getestet? Wahrscheinlich nicht. Würdet ihr die gerne mal probieren? Macht's mal nach. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Am besten der Kanal Phänomenal. Ja. Probier die mal. Der ist doch gut drauf. Der kann das machen. Also, ciao. Ciao. Bros, ciao. So.